David Beckham wird dieses Jahr der Preis des UEFA-Präsidenten verliehen. Damit würdigt UEFA-Boss Alexander Zeferin die sportlichen Leistungen des früheren Kapitäns der englischen Nationalmannschaft sowie die Arbeit des 43-Jährigen nach dessen aktiver Karriere. Beckham wird die Auszeichnung noch dieses Jahr in Monaco erhalten, teilte die Europäische Fußballunion UEFA am Dienstag mit. Ich habe David Beckham als Preisträger des diesjährigen Preises ausgewählt, weil er ein globaler Botschafter des Fußballs ist und das Spiel und all seine Werte in allen Teilen der Welt fördert, begründete Zeferin in einer UEFA-Mitteilung seine Wahl. Beckham sozial engagiert vor allem das soziale Engagement des Champions League-Siegers von 1999, der damals mit Manchester United in einer dramatischen Partie Bayern München mit 2:1 das Nachsehen gab, hob Zeferin hervor, seine unermüdlichen humanitären Bemühungen, die vielen Kindern auf der ganzen Welt geholfen haben, sollten ebenfalls gefeiert werden. Beckham ist eine wahre Fußball-Ikone seiner Generation. Beckham, der für Man United, Real Madrid, den AC Mailand, LA Galaxy und zum Ende seiner Karriere 2013 bei Paris Saint-Germain aktiv war, äußerte, während meiner Karriere habe ich immer 100% gegeben und versucht, die Werte von Teamwork und Fairplay zu wahren, und ich bin stolz, dem illustren Kreis von Spielern, die diesen Preis gewonnen haben, beizutreten. Beckham engagiert sich unter anderem für das Kinderhilfswerk UNICEF. Im Vorjahr wurde diese Auszeichnung an den Italiener Francesco Totti verliehen. Auch Franz Beckenbauer und der verstorbene Johann Cruyff zählen zu den Preisträgern. Mehr zu David Beckham.